Ich bin schwer beeindruckt. Zwei Stück, nicht schlecht. Der letzte Redner vor der Mittagspause hat die Mitgliedsnummer 35. Einfache Schlussfolgerungen sind ihm ein Grauen. Er stand 2010 auf diesem Podium und wetterte gegen ACTA. 2011 mussten wir auf ihn verzichten. Heute ist er wieder da, der ewige Genseck, Alexander Bock. Ich habe ein bisschen betrogen, ich habe nur ein halbes Glas mitgebracht. Liebe Piraten, meine verehrten Miteuropäer, ich habe mich nicht mit Wilm abgesprochen, aber wie er werde ich heute mich nur einem einzigen Thema widmen. Aber anders als Wilm muss ich dafür nicht nur in die 90er Jahre zurückgehen, sondern noch ganz schön weiter in die Vergangenheit, nämlich in die 50er. Und zwar ins Jahre 1957, als 6 Staaten Europas die römischen Verträge unterzeichneten und damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründeten. Das war 7 Jahre nach der Schuman-Erklärung, nach der die Montanunion gegründet wurde, die zur Aufgabe hatte, den Weg in einen europäischen Bundesstaat zu ebnen. Und der allererste Satz dieser römischen Verträge, der ist auch heute noch in unseren Verträgen drinnen, auch wenn er sich ein bisschen gewandelt hat. Damals hieß er, und das muss ich vorlesen, die Unterzeichner in dem festen Willen, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen, haben beschlossen, die EWG zu gründen. Das war vor 55 Jahren. 2009 wurde ein bisschen abgeändert und heute heißt er, die Unterzeichner entschlossen den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden, weiterzuführen, haben beschlossen, eine Europäische Union zu gründen. So steht es heute da. Und ich finde, das klingt doch irgendwie toll, oder? Eine enge Union und auch noch bürgernah. Das ist fast so, als hätte es ein Pirat verfasst. Könnte man meinen. Nur leider ist das Ganze irgendwie auf halber Strecke stehen geblieben. Die Wahrheit ist, dass die Lage unserer Union im Jahre 2012 einfach verheerend ist. Von Enge und Bürgernähe war die Rede, aber was haben wir wirklich bekommen? Bekommen haben wir eine Kommission, die wir nicht wählen können, ein Parlament, das praktisch keine Zähne hat und einen Rat, der hinter verschlossenen Türen einfach klüngelt, ohne dass wir was mitbekommen. Kleiner Moment, wir haben sogar mehrere Räte bekommen, weil die waren anscheinend das Beste an der ganzen Idee. Eine Kommission, besetzt von Leuten, deren Dreistigkeit kaum in Worte zu fassen ist. Leute wie zum Beispiel Binnenmarktkommissar Michel Barnier oder Handelskommissar Karel de Gucht, den Hauptverantwortlichen für so tolle Initiativen wie zum Beispiel IPRED, der Direktive zur Verbesserung des Schutzes von geistigem Eigentum. Oder den Internetsperren im Telekom-Paket, die es zum Glück nicht mehr gibt. Oder, ja richtig, ACTA. Ich sage, das sind bloß Handlanger der Lobbys, nicht mehr und nicht weniger. Und welchen Parteien gehören diese beiden Herrschaften an? Nun, in Deutschland wären sie gerade an der Regierung. Passt ja wie die Faust aufs Auge, oder? Nur, die Regierung kann ich irgendwie abwählen, aber was soll ich mit diesen zwei Kommissaren machen? Natürlich gibt es nicht nur solche Kommissare. Es gibt auch solche wie Nelly Kroes, Kommissarin für die digitale Agenda, die zwar erkennt, dass Netzsperren keine gute Idee ist und sich auch gegen amerikanische Vorhaben wie zum Beispiel SOPA richtet, aber so naiv ist, dass sie glaubt, ACTA würde keine Auswirkungen auf uns haben. Ja, Frau Kroes, wenn es keine Auswirkungen auf uns hat, warum unterschreiben wir es dann? Können wir es doch auch lassen, oder? Natürlich stimmt das nicht, aber man sollte von der Dame nicht allzu viel erwarten. Schließlich und endlich hat sie sich auch als Berater für Internetfreiheit einen Mann ins Boot geholt, der sich nicht nur für Zensur ausgesprochen hat, sondern auch vor 6 Jahren von seinen Disketten, ja, Disketten, so überfordert war, dass er es nicht geschafft hat, eine Dissertation zu schreiben, ohne massiv zu plagieren. Und dreimal dürft ihr raten, welchen beiden Parteien die wieder angehören zusammen. Richtig, nicht in allen Ländern sind die Farben schwarz-gelb, aber dasselbe Pack sind sie auf jeden Fall überall.
Und dann natürlich unser Parlament, die Stimme des Volkes. Ja, dem hat man 2009 mit dem Lissabon-Vertrag viele neue Befugnisse gegeben. Und dann hat man sich schnell eine Eurokrise angelacht, wo das Parlament nicht mitreden kann, damit die sich nicht irgendwie Sachen ausdenken. Tja, da muss der frisch gewählte Parlamentspräsident Martin Schulz sich schon selbst zu den Gipfeltreffen einladen, wenn er da mitreden möchte. Ist ja auch völlig abwegig, die Volksvertreter bei den Beratungen über Volkswirtschaften dabei zu haben. Wer käme auf so eine Idee? Aber okay. Ich kann verstehen, dass man nicht die Volksvertreter dabei haben will, die man bloß gewählt hat, weil sie auf Plakaten schön aussahen und jetzt Bezüge kassieren dürfen. Welche Partei ich meine, muss ich wieder nicht erwähnen. Aber der Rest hätte wahrscheinlich ein berechtigtes Interesse dann, genauso wie die Bürger, die durch sie vertreten werden. Und schließlich und endlich unsere beiden Räte. Da hätten wir als erstes den Ministerrat, auch bekannt als Rat der Rat der Europäischen Union, der ist so eine Art Bundesrat auf europäischer Ebene nach Ressort geteilt. Und auf der anderen Seite haben wir den Europäischen Rat, wo sich die Chefs regelmäßig treffen und so grob den Kurs abstecken. Beides nicht zu verwechseln mit dem Europarat, der ist was ganz anderes. Und was haben wir so Besonderes von diesen schönen Räten? Zum Beispiel der Ministerrat, besonders der Landwirtschafts- und Fischereirat in diesem. Warum gerade der? Na, dem haben wir ganz tolle Sachen zu verdanken. Zum Beispiel wollte da jemand 2005 die Richtlinie zu Softwarepatenten durchpeitschen. Oder 2008 hat der Rat iranische Oppositionelle auf die EU-Terrorliste gesetzt, sodass sie nicht mehr fliegen können. Und das sind nur zwei Beispiele. Also ich kann nur sagen, Mann, diese Landwirtschaftsminister, die haben ja ganz schön viel auf dem Kasten. Die kennen sich mit Software aus, mit Außenpolitik. Und jetzt erst im Dezember, haben sie ACTA durchgewunken. Natürlich standesgemäß als sogenanntes A-Item. Das bedeutet, es wird einfach nur aufgerufen und es ist nicht mal mehr Zeit eingeplant, um es abzunicken. Wenn sich keiner meldet, ist es einfach beschlossene Sache. Tja, nur die Meere sind irgendwie überfischt. Also, Moment mal. Die erfüllen ihre eigentliche Aufgabe nicht, aber dafür bringen sie immer andere Gesetze durch? Ha, diese Schlitzohren, das ist kein echter Ministerrat. Die waschen da bloß Gesetze. Da hat man sich wohl ein bisschen Hilfe bei der Mafia geholt. Aber okay, da ist auch was Gutes dabei. Man weiß immer gleich, wann in Brüssel ein Ding gedreht wird. Einfach gucken, wann der Fischereiausschuss tagt. Naja, schön wär's. Nicht nur dann werden Dinger gedreht. Vergessen wir nicht den Europäischen Rat, den ich vorher erwähnt habe, wo sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Die haben sich ja in den letzten Wochen und Monaten auch mit Ruhm bekleckert. Halt, nein, keine Ahnung, weiß ich eigentlich gar nicht. Weil man von diesen Treffen ja so gut wie nichts mitbekommt. Am Ende darf man sich bloß das Phrasendreschen anhören, wo natürlich jeder gewonnen hat und jeder bekommen hat, was er wollte und irgendwie niemand je irgendwie verliert. Über X-Ecken hört man dann irgendwie, dass der britische Premier Cameron die europäischen Finanzmarktregeln mehr nach den Wünschen seiner Londoner Banker anpassen wollte und dass ihn dann der französische Präsident Sarkozy angefahren hätte. Nachdem dann Sarkozy auch noch aus irgendeinem Grund die dänische Ministerpräsidentin beleidigt hat, hat er es trotzdem noch geschafft, zusammen mit Merkel 26 Staaten auf einen Nenner zu bringen und dann Cameron dazu gebracht, einen neuen EU-Reformvertrag abzulehnen. Vielleicht auch nicht, wissen wir nicht. Haben wir nämlich alles nur über Gerüchte gehört. Schließlich gibt es ja auch keinen Sinn, dass man uns mitteilt, was unsere Vertreter an diesen Treffen machen. Wir müssen ja bloß entscheiden, ob wir diese Clowns nochmal wählen wollen. Also ich habe meine Antwort schon. Solche Transparenzfeinde können mir gestohlen bleiben. Tja, liebe Piraten, das ist die Lage unserer Union im Jahre 2012. Aber sollte uns das wundern? Natürlich nicht. Nationale Regierungen haben doch kein Interesse an einer demokratischen EU, die auch etwas leisten kann. In deren Institutionen wäre nämlich für ca. 26 von unseren 27 Politikern kein Platz mehr. Und das will natürlich keiner.
Ist doch auch bequemer, einen Ort zu haben, wo man unliebsame Kollegen in Rente schicken kann. Ist doch auch bequemer, ein Instrument zu haben, mit dem man unpopuläre Gesetze über Bande spielen kann. So kann man nachher sagen, man könne ja nichts tun. Das käme doch alles aus Brüssel. Von denen da, doch nicht von uns. So denken die. Von Lissabon bis Helsinki, von Dublin bis Nikosia. Überall die gleiche Denke, überall die falschen Schlussfolgerungen. Und das ging schon mehr schlecht als recht, als die Zeiten gut waren. Aber wenn mal eine Krise da ist und die demokratischen Institutionen plötzlich gar nichts mehr zu melden haben, dann wird nur noch alles hinter verschlossenen Türen ausgeklüngelt. Da fängt schon alles an, auseinanderzubrechen. Der Norden beklagt sich, dass er für den Süden zahlen soll. Der Süden beklagt sich, dass der Norden über seinen Kopf hinweg entscheidet. Ich frage euch, wie groß wäre das Geschrei, wenn in der Bundesrepublik nur die Worte von Seehofer und Kretschmann gelten würden? Einfach nur, weil die am meisten Geld zu verballern haben. Nach welcher Definition soll das in Ordnung sein? Schlimm genug, dass Seehofer als Bundespräsident einspringen muss. Nein, so kann es nicht mehr weitergehen. Das zwischenstaatliche Gemauschel, wo am Ende zwangsweise die Großen angeben, den Ton angeben und Demokratie höchstens eine untergeordnete Rolle spielt, zerreißt uns, sonst noch unsere über lange Jahre erkämpfte Gemeinschaft. Stattdessen müssen die supranationalen demokratischen Organe gestärkt werden. Ein Parlament, das seinen Namen verdient, ein Rat, der höchstens so viel Macht hat wie der Bundesrat und keine Kommission, sondern eine Regierung, die gewählt wurde. Und keine Kommissare in einer von Räten dominierten Union. Das gab es schon mal und das wollen wir nicht nochmal. Als hätten die in Geschichte nicht aufgepasst. Denn diese demokratischen Organe sind es, bei denen man zumindest guten Willen erkennen kann, wenn auch nicht immer die nötige Kompetenz. Man bemüht sich aber. So sind zum Beispiel alle Rechtsakte der EU in allen Amtssprachen auf der Seite Eurlex zu finden. Auch werden Reden und andere Ereignisse nicht nur als Videos bereitgestellt im Netz, sondern auch manchmal gestreamt. Also im Ansatz schon ziemlich piratig. Das hier wird ja auch gestreamt. Nur, wenn ich eure Gesichter so richtig lese, dann wissen nicht mal hier drin wirklich viele darüber Bescheid. Oder wer von euch wusste zum Beispiel, dass man ab dem 1. April die paneuropäische Bürgerinitiative einreichen kann? Wer von euch weiß, gut, wer von euch weiß, dass man die dafür nötige 1 Million Unterschriften sogar online sammeln kann? Also genau unsere Klagenweite. Okay, es sind genügend wenige, damit es noch in Ordnung ist. Okay, aber jetzt. Wer hier hat sich die jährliche Rede des Kommissionspräsidenten zur Lage der Union angesehen, als sie live gestreamt wurde? Aber keine Sorge, die kann man sich noch im Nachhinein ansehen, wenn man will. Einfach nach zum Beispiel State of the EU Address 2010 googeln für 2010 und das erste Videoergebnis mit ungefähr 100 Minuten führt dann gleich zum Ziel. Wenn ihr dann draufklickt, dann werdet ihr euch erstmal fragen, warum es hier so viel Weiß, Blau und Rot gibt, warum da kein Sternkranz ist und was das links C-SPAN heißt. Ja, das ist das amerikanische Kongressfernsehen. Denn das amerikanische Kongressfernsehen versteht es anscheinend besser, uns die Rede unseres Kommissionspräsidenten näher zu bringen, als unsere Stellen in Brüssel und Straßburg. Kein Witz, ich kann mir das nicht ausdenken. Denn anscheinend ist dem Budget der EU, das immerhin 120 Milliarden Euro im Jahr umfasst, einfach kein Geld mehr da für solche Transparenzinitiativen. Nee, es gibt anscheinend nicht mehr Geld als nur für kleine blaue Flaggen auf Baustellen. Nicht nur in der Sparkassenwerbung, auch hier hat sich durchgesetzt, wir machen das mit den Fähnchen. Unter uns Piraten gibt es ja ein geflügeltes Wort, den sogenannten Vogonismus. Also das Veröffentlichen von Informationen an einem streng genommen öffentlichen Ort, den aber nie jemand finden wird. Er ergab sich aus unserem Wiki. Und abgeleitet hat man ihn von den Vogonen aus Douglas Adams Romanen, die das auch gerne taten. Bisschen so wie die EU. Das heißt, wenn wir nächstes Jahr mehr Piraten nach Brüssel und Straßburg schicken, werden die sich wenigstens schon wie zu Hause fühlen. Und sie hinschicken, das werden wir auf jeden Fall tun müssen. Denn offensichtlich braucht Europa jetzt dringend mehr Piraten.